und herzlichen Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Nee, herzlich willkommen, wollte ich sagen. So, zu Final Fantasy 9. Kommen wir hier rauf? Wahnsinn, was hier alles so rumliegt, ne? Hierauf kommen wir doch nicht. Mampf. Bildschirm. Mumpf. Diesen Bild sehe ich zum ersten Mal, Mumpf. Ob man die wohl essen kann, Mumpf? Waren das nicht Fliegenpilze? Nein. Sag es mir, warum um alles in der Welt habt ihr Brometia angegriffen? Da war ich doch gerade noch bei denen. Verfluchter Dämon! Sachte. Es gibt keinen Grund für diese Feindseligkeiten. Er ist einer von denen, die in Brometia einmarschiert sind. Ich hab doch überhaupt gar nichts. Oh, Vivi ist so knuddelig. Hallo? Die Damen? Eine seltsame Aussprache klang beinahe, als würde er etwas essen. Quina? Also ist überhaupt ein... Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht genau, ob es ein Sie, eine Sie oder ein Ihr ist. Ja, diese seltsame Person mit der Schürze vorhin, ist das ein Freund von euch? Ja, das wissen wir noch nicht. Wir distanzieren uns ab und an mal von ihm. Von ihr. Ihm. Keine Ahnung. Hallo? Wir haben den gleichen traditionellen Tanz wie das Volk von Brometia. Und da wir aber die Tradition seit alten Zeiten mit besonderer Sorgfalt pflegen, glauben einige, die magische Kraft unseres Tanzes sei dir, dem Brometianischen, überlegen. Überlegen ist immer schlecht. Damit glaubt man es überlegen, jemand anderem. Es ist ein echter Segen, dass uns das Volk von Clara so warmherzig aufgenommen hat. Das ist nett. Ja, genau. Die Leute hier sind zwar ein bisschen steif, aber scheinen ganz nett zu sein. Alles klar da bei dir, Tondo? Vor langer Zeit lebte das Volk von Clara und das Volk von Brometia zusammen. Doch um einem Streit mit dem von Kriegseifer berauschten Volk von Brometia aus dem Weg zu gehen, machten wir diesen heiligen Baum hier zu unserer neuen Heimat. Aha, so war das also. Ich glaube, ich war... Jetzt. Wirklich und wahrhaftig überall. Aber ich kann mich auch irren. Versuchen wir mal in den Tempel reinzukommen. Oder sollten wir lieber Vivi helfen? Warte mal kurz. Wo war denn das? Wo war denn Vivi? Da unten, ne? Jetzt sind sie wieder draußen, ne? Ist jetzt Vivi drin? Oder ist er jetzt... Nee. Doch, da. Vivi! Hallo, Vivi. Ich hab doch überhaupt gar nichts Böses getan. Oh, Vivi. Alles in Ordnung. Ach, Vivi. Vivi. Oh Mann. Wir sind so böse zu dem. Der ist so lieb. Ist ja traurig, ne? Aber so ist es, ne? Das ist genauso. Das ist genauso, wenn zum Beispiel hier alle Flüchtlinge über einen Kamm geschert werden, wenn 1, 2, 3 hier, was weiß ich, kriminell sind oder irgendwas Schlimmes tun. Ne? Dann alle. Ne? Alle über einen Kamm geschert. Klar. So ist es. Ja. So, dann. Hallo? Können wir hier rein? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Die stehen hier. Bestimmt nicht zur Tarnung, Attrappe. Ich habe eine Botschaft von Madame Freya für euch. Sidane, es könnte sein, dass ich etwas länger beschäftigt bin. Ihr könnt euch... danke. Ihr könnt euch ja so lange im Gasthaus ausruhen, meine Lieben.
So lautet Ihre Botschaft. Ja, ich habe mich dort schon ausgeruht. Was sagst denn du eigentlich noch? Im Moment ist es leider nicht gestattet, das Tempelinnere zu betreten. Ja, wir haben alle dieselbe Stimme. Das ist so von Geburt an. Ach so. Ja, das musst du ja wissen, ne? Ja, dann schlafen wir nochmal. Geben nochmal 100 Till aus. So wie wir... Oh, Moment. Eine Katastrophe! Oh je je je! Oh je je je! Was ist denn passiert? Oh, ein Kind wurde von einem Ameisenlöwen angefallen. Oh, vom Ameisenlöwen? Der ist doch normalerweise immer so friedlich. Oh, könnt ihr das Viech nicht irgendwie zur Vernunft bringen? Eine schwierige Sache. Oh, ich werde in Windeseile den Hohepriester davon in Kenntnis setzen. Oh, hey, warte doch! Das dauert doch viel zu lange! Oh, verflucht! Diese Kleraner sind ein bisschen zu tranig für meinen Geschmack. Hey, du da? Wenn du dir da was zutraust, folg mir bitte. Klar! Auf, Ameisenbe... Wo bist denn hin? Wo bist denn hin? Darunter, ne? Boah, gar nicht so einfach, hier dem zu folgen. So, ich bin wieder bereit. Ach, du grüne Neune. Sag mal, ist das nicht... Ist das nicht Puck? Hallo, bist du die Puck? Das ist also der Ameisenlöwe. Tatsächlich. Ich hab keine Ahnung mehr, wie ich dem seine Stimme... Hilfe! Hilfe! So, halt durch. Wir retten dich gleich. Kein Problem. Zitane? Geht es dem Kind gut? Ja, puh, hält sich zurzeit noch prima. Ich halte mich überhaupt nicht prima. Diese Stimme. Das ist doch nicht etwa Prinz Buck. Oh, Freya! Na, so sieht man sich wieder. Au! Tricks, Mistvieh, aufgepasst! Das ist tatsächlich Puck. Wer hätte es gedacht? Dass der Prinz Puck ist. Das hatte ich nicht. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung. So, du Viech. Ich glaube, wir sind tot, oder? Eieiei. Ameisenbär. Und alle unsere Tronks. Nee, wartet mal. Gleich ein Feuer. Ey, wartet mal. Erstmal Räuberauge. Du machst einen Sprung. Du sammelst dich, Vivi. Du... 1, 2, 3. Dreimal. Dreimal könnten wir klauen. Konterhorn. Traumhaft. Ja, ist noch in Ordnung. So, was hast du? Feuer. Wollen wir mal ein bisschen... Was? Magenmutzeln? Das ist schlecht, Magenmutzeln. So, was ist denn das? Was ist denn... Neurose ist das. Okay, gut, dass ich mein Buch hier habe. Ne? Neurose, da haben wir ja Baldrian dafür. Warte, ich werde aber trotzdem erstmal Lina. Und wo ist Baldrian? Wir haben Baldrian genommen, ne? Hier, bitte, Quina. Oh, wir haben Baldrian geklaut. So, Baldrian. Sprung. Und klauen. Und du könntest langsam das Baldrian rüberreichen. Oh, Feuerer wieder. Mal schauen. Wen? Ja, es ist noch in Ordnung. Es ist noch in Ordnung. Jetzt kannst du mal loslegen. Mach mal einen Blitz. Ein Blitzrauch. Mal schauen, was es bringt. Ist der immun dagegen? Wie viel
Platten. Oh, das war gut. Oh, das war sogar sehr gut. Heil dich mal selbst. Wir können das mehr klauen. Das Baldrian war nicht das... Das hätten wir nicht unbedingt gebraucht. Liebe wäre mir gewesen... Was anderes. Ah, jetzt fängt er schon wieder mit seinen Markenmutzien hier. So, pass auf. Baldrian. Wir haben ja Baldrian gebraucht. Freya, okay. Mithril-Weste haben wir auch. Okay. So, Vivi. Alter Hund. Du haust hier ne richtig eine drauf, ne? Sehr schön. Ein bisschen Baldrian beruhigt immer die Nerven. Das weiß ja jeder. Oh, der macht gut schauen. Komm davon. Ne, mach nochmal Quina aufrecht halten. Oh nein! Kein Sandsturm! Sandsturm ist so doof! Oh, jetzt wird's übel. Jetzt wird's mehr als übel. Jetzt müssen wir trotzdem mal die Hype-Potion hier reinwerfen. Und zwar am besten erstmal Zitane. Ah, Diebstahl fehlgeschlagen. Dann eine Hype-Potion noch auf Freya. Die andere müssen wir so raufheilen. Dann... Du... nee, du erstmal... Warte, guck mal, die Augen tropfen. Puh, das ist echt schwierig, finde ich. So, dann du heilst dich bitte selbst. Du... wartet mal. Du heilst nochmal Quina. Jeps, dadai. Du musst Augentropfen auf. Wollen wir schauen, auf wen. Auf. Vivi brauchst du nicht. Kannst auf dich. So, dann Clown. Wir brauchen noch einen Teil von dir. Dann können wir auch mal die Schwertseele benutzen. So, Baldrian. Und dann, ja, müssen wir wieder einen Sprung. Okay. Ah, oh, Diebstahl schon wieder fehlgeschlagen. Mist. Mist! Halt, Clown ist gut. Feuerer ist schlecht. Athen. Dann weißt du ja Bescheid. Oh nee, der hat auch noch ein Ding, oder? Ah, zum verrückt. Ja. Warte mal, wer ist denn das? Also, ja, mach noch mal Potion auf dich selbst. Ja, Sandsturm ist echt doof, ne? Also, das kann man nicht anders sagen. Was? Wir haben noch nicht alles geklaut. Mein Freund, bleib am Leben. Ach, mein Freund Ameisenlöwe. Wir haben doch nicht alles geklaut. Danke. Seid ihr unverletzt, Prinz? Oh, Freya. Oh, lang nicht mehr gesehen. Was ist eigentlich passiert? Ich hörte, ihr hättet Promethea verlassen und seid seitdem verschwollen. Oh, ja, so ungefähr. Verstehe. Nun, im großen Tempel befindet sich euer Vater, der König. Wir sollten unverzüglich zu ihm gehen. Vater. Nein, ich schäme mich irgendwie, Vater zu treffen. Aber sag ihm schöne Grüße. Bis dann, Prinz. Oh, mach's gut, Vivi. Ja. Ganz schön frischer Bengel. Mumpf. Vivi ist viel braver. Mumpf. Der Junge
Der Junge da war mein erster Freund überhaupt. Ich bin gleich wieder da. Willi? Ich denke, du warst sein Diener. Ich verstehe. Puck war also hier. Und frech, wie immer. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich hörte, Prinz Puck verließ Prometia etwa einen Monat nach mir. Das ist jetzt schon bald, naja, 5 Jahre her. Aber dass in solch schweren Zeiten Puck und auch du, Freya, zu mir zurückgekommen seid, mein aufrichtigsten Dank. Madame Freya, seine Majestät und ich haben beschlossen, ein seit alten Zeiten überliefertes Ritual zur Stärkung des Sandwirbelsturms abzuhalten. Gelingt es uns, den Sandwirbelsturm noch weiter zu stärken, wird uns dies vielleicht für alle Zeiten unangreifbar machen. Um ehrlich zu sein, hatten wir auf eure Mithilfe gehofft, edle Drachenritterin. Madame Freya, werdet ihr uns bei diesem Unterfangen wohl unterstützen? Ihr redet von jenem Ritual, das noch aus den Tagen überliefert wird, in denen unsere beiden Völker eins waren? Natürlich, ich werde mithelfen. Zidane, ich war nicht in der Lage, Prometia zu beschützen. Deswegen muss ich jetzt diese Chance wahrnehmen und Brains Wahn ein Ende setzen. Ja, Freya, das sind ja ganz neue Töne. Als ich dich das erste Mal traf, da hielt ich dich beinahe für ein wenig schwach. Stimmt. Damals, als mich Fredley verließ, da fühlte ich mich so verloren, ganz ohne Halt. Und wie sehr ich auch nach ihm suchte, von Fredley fehlte jede Spur. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist wenigstens mit allem, was ich habe, für Clara einzustehen. Tjo. Und wenn du Clara beschützt, dann findet deine Seele vielleicht endlich wieder etwas Frieden. Und auch für mich selbst. Ja. Oh, die Seiten, sie sind gerissen. Ein böses Omen. Oh oh. Ich kann es nicht glauben. Der Sandsturm ist weg. Ich dachte, der Sandsturm sollte sich verstärken. Ich verstehe das auch nicht ganz. Seit wir in Clara leben, hat es so etwas noch nie gegeben. Seit all das her haben wir an dieser Harfe dort einen magischen Stein angebracht. Mit dessen Hilfe wir den Sandwirbelsturm kontrollieren konnten.
Irgendjemand versucht wohl, den Schutzwall zu durchbrechen. Ich hege dieselbe Befürchtung. Ohne den Sandwirbelsturm ist Clara für eventuelle Feinde leicht angreifbar. Hier eingesperrt zu sein? Was stinkt mir das? Son, das sollt ihr zwei mir büßen. Hör auf, mir die Ohren voll zu schreien und so. Was willst du? Ist ja nicht meine Schuld, Kerl. Ja, muss schon schlimm sein, so von Brain verraten worden zu sein und so. Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Ihre Majestät würde mich niemals verraten. Nie. Ach, du willst es wohl einfach nicht einsehen, oder was? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird und so? Die Prinzessin. Ich eile euch sogleich zur Hilfe, Prinzessin. Prinzessin! Prinzessin! Ob Mutter meinen Worten wohl Gehör schenkt? Musste Mutter Promethia vielleicht deshalb angreifen, weil es ihr an etwas gemangelt hat? Hat uns Mutter vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie erzürnt über uns war? Ich muss ihr eins nach dem anderen in Ruhe erklären. Ja, sonst... Sonst... Ja. Wann hat das bloß angefangen, dass sich Mutter so komisch benimmt? An meinem Geburtstag? Letztes Jahr? War es da? Ich weiß nicht. Damals, da war doch dieser große Mann, den ich nie zuvor gesehen hatte. Ob das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne ist seitdem mit Mutter etwas nicht in Ordnung. Und bald danach hat ja auch Professor Toto Alexandria verlassen. Und seit diesem Tag... was ist da alles geschehen? Königin Brain will dich jetzt sehen, sag ich. Ja, wir nehmen dich jetzt mit, sag ich. Ihr? Wie könnt ihr es in eurer Position als Hofnarren überhaupt wagen, mich zu duzen? Sei still, sag ich. Ja. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich, sag ich. In so einer Situation sagt man am besten so etwas wie... Moment, ich hab's. Schafft eure Drecksvisagen aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerle! Was hat sie gesagt, frag ich. Hab kein Wort verstanden, sag ich. Upsa. Wie auch immer, die Königin wartet, sag ich. Wie auch immer, ja, die Königin wartet, sag ich. Wir nehmen dich mit, sag ich. Ja, wir nehmen dich mit, sag ich. Los, rein da, sag ich. Ja, die Königin wartet schon lange genug, sag ich. Mutter. Hui, gar nicht. Wo warst du denn, Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Komm doch ein wenig näher und lass Mutter dir einen dicken Schmatzi geben. Mutter, ich würde dich gerne etwas fragen, aber... Was denn, Schatzi? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner, süßer Liebling. Nun, stimmt es, dass du Promethia ausgelöscht hast? Was denn? Das wolltest du mich fragen? Das ist natürlich Unfug, Garnet, totaler Unfug. In Wahrheit waren es diese Ratten aus Promethia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Ja, so ist es. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria etwas antun, oder? Daher musste ich ihnen zuvorkommen. Ich weiß nicht, Mutter, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das. Natürlich glauben wir nicht. Ich bin es doch, deine liebe Mutti. Ich kann dir das einfach nicht glauben. Was sagst du da? Du glaubst deiner eigenen Mutti nicht?
Also, nein, so etwas habe ich ja noch nie gehört. Verzeiht, verzeiht meine Aufdringlichkeit, aber darf ich bei diesem Theaterstück auch mitmachen? Theaterstück? Ja, und was für ein ergreifendes Stück es ist. Oh, eine Prinz auf einem weißen Schimmel. Die Geschichte der tragischen Liebe einer wunderschönen Prinzessin. Das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer übertönt und sie entschlummert. Ich? Ich kenne euch. Ich kenne euch. Dass du und ich uns begegnen, ist der Wille des Schicksals. Nun, meine liebe Taube, komm zu mir. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Was für ein liebliches Gesicht sie macht. Puh, eine freche kleine Göre ist sie. Bereitet sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Ja, sofort. Endlich ist Prinzessin Garnet 16 Jahre alt geworden, sag ich. Haha, endlich ist Prinzessin Garnets Körper so weit, um die Bestia aus ihr zu extrahieren, sag ich. Hoho. Bestia, die ihr die Unendlichkeit habt, erwachet, verlasst die Hölle, empfange das Licht, rettet in die Freiheit. Hoho. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist reif. Komm hervor, oh den Kriegsgott der Finsternis! Ach, hier steckst du, Freier. Was ist deine Theorie zum Verschwinden des Wirbelsturms, mein Bester? Ich habe keinen blassen Schimmer. Für mich war das schon ein Riesending, dass es überhaupt einen Sandwirbelsturm gab. Aus welchem Grund dieser dann also verschwunden sein könnte, übersteigt absolut meinen Horizont. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber dieser Sandwirbelsturm tobt seit 500 Jahren, ohne Unterbrechung. Glaubst du, dass Brain vielleicht etwas damit zu tun haben könnte? Keine Ahnung. Ja, wir vermissen Lilly. Aber klarer Fall. Vielleicht. Was ist mit ihrem Verbündeten? Ja, das wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht. Aber was ist mit ihrem seltsamen Verbündeten? Du meinst diesen Mann, den wir in Bromezia gesehen haben? Ja, ich wüsste gerne, wer das eigentlich ist. Stimmt. Ah, wie auch immer. Ach, übrigens, Sidane, um herauszufinden, warum der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum wieder hinabsteigen. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Kannst du etwa meine Gedanken lesen? Prima, dann sind wir uns ja einig. Ich trommel Vivi und Quina zusammen und warte dann am Stadteingang auf dich, okay? Okay. Ach so. War jetzt ein bisschen perplex. Ja, totale verrückte Dinge hier passieren hier, ne? Bromezia hat keinen Sandwirbelsturm mehr. Und gerade dann, wenn Freya sich mal engagieren will. Blöd, ne? Der Tanz war ja cool. Lord of the Dance, ne? Aber ich fand's trotzdem schön, ne? War immerhin eine Idee, ne? Schön. Ja, und... Ja, die Bestia, die wird jetzt extrahiert, ne? Ist da oben eigentlich noch was im Tempel? Ist jetzt hier alles klar bei euch? Nie, ne? Ich befürchte, das Verschwinden des Sandsturms ist nur der Anfang. Es steht uns wohl ein Angriff bevor. Ja, anzunehmen. Ist das das Ende von Clara? Anzunehmen. Ich sag's nicht gerne, aber anzunehmen. Echt anzunehmen.
Was denn? Alles klar, hoher Priester? Dieser Edelstein ist schon seit Generationen im Besitz Kleras und ein mächtiger Talisman. Ich bin mir sicher, dass er in euren fähigen Händen gut aufgehoben ist. Oh, ein Emerald? Was mache ich denn mit so einem Emerald? Hast du eigentlich Buck gesehen? Nein, nicht wirklich. Ja, Puck, das war genau so ein Ding. Ah, ja, Jadesteine, wie gesagt, ne? Jadesteine haben wir wie Sand am Meer. Ja, hier ist einfach die Seide zerrissen. Was sagst denn du dazu, mein Freundin? Mondtempeltänzerin Clara. Dass die Seiden gerissen sind, das kann einfach nur ein schlechtes Omen bedeuten. Ja. Ist wohl wahr, ne? Phoenix da. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen der Phoenix Daune und der Phoenix Feed ist. Ich glaube, die Daune war im Originalspiel besser. Blutkläre? Dasselbe Schicksal wie Bromezia? Anzunehmen. Ist die Kraft, der wir uns entgegenstellen, etwas so mächtig, dass sie selbst die Saiten unserer heiligen Harfe zerreißt? Jedenfalls ist sie schlimm genug. Sag mal, warst du nicht die... Ja, die Verkäuferin, ne? Wir nehmen mal noch 4 Stück. Nee, lass mal. Aber ich glaube, so ein bisschen Baldrian, ne? Nehmen wir noch so ein bisschen Baldrian mit. Vielleicht 6 Stück. Gut. Ready. Ready for Rumble. Und dann... Achso, wir wollten ja am Ausgang, ne? Müssen wir hier noch... Ne, die sind alle... Oh, sind alle in Ordnung. Ist hier noch jemand drin? Nee. Achso, ja doch. Wir speichern hier, ne? Perfekt, glaube ich. Was auch immer geschieht, ich lasse nicht zu, dass den Kindern etwas passiert. Wenn's an etwas mangelt, einfach Bescheid sagen. Achso, nee. Ja, so, ja, apropos, ne? Dürfen wir das nächste Mal nicht vergessen, uns auszurichten. Ich hab solche Angst. Oh Gott, ich hab solche Angst. Ah! Jetzt hat der Lärm zwar aufgehört, aber... Wir sind nicht mehr in Sicherheit, ne? Halt, Moment, ist... Wer bist du? Ach, Stilzkin! Hi! Ja, ich kauf dir das ab. Gerne. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder eine Weile auf Reisen gehen. Jabadabadu! Super, Stilzkin. Alles klar? Oh Mann, hier kriegt man ja eine Staublunge. Nee, nicht mehr, mein Freund. Nicht mehr. Wir haben keinen Sandsturm mehr. Ist zwar traurig, aber wahr. Nö. Okay, dann... Ach so, schon wieder ein Brief. Von Mohanna an Mopri. Seit der Sandwirbelsturm aufgehört hat, sind lauter komische Leute gegen Clara aufgebrochen, Kopo. Was hat das nur zu bedeuten, Kopo? Ich habe so eine schlimme Vorahnung, Kopo. Wird Clara etwa genauso zerstört werden wie Bromezia? Kommt denn keiner zur Hilfe, Kopo? Oh nein, 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 Kopo, Kopo, Kopo. Ich pack sofort meine Sachen und schließe mich Stilzkin lieber an. Egal wohin, Hauptsache weg von hier, Kopo. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Ist wahrscheinlich echt das Beste. Ich glaube, das wird hier nicht gut ausgehen. Ciao, ciao, ciao.